Am 18.05.2023 um 15.51 Uhr wurde die Feuerwehr Troisdorf zur Sieg zwischen der Brücke L269 und der Mündung zum Rhein alarmiert, da drei Personen mit einem Boot gekentert sind. Bei Eintreffen stellte sich heraus, dass alle Personen bereits alleine aus dem Wasser gekommen waren. Im Einsatz waren mindestens die Einsatzleitung, die hauptamtliche Wache, die Löschgruppe Bergheim, der B-Dienst, die Löschgruppe Mondorf der Freiwilligen Feuerwehr Niederkassel, die Löschgruppe Zentrum der Freiwilligen Feuerwehr Siegburg, der A-Dienst, das Hilfeleitungslöschgruppenfahrzeug 2, das Mehrzweckboot der Berufsfeuerwehr Bonn, ein Notarzt-Einsatzfahrzeug, ein Rettungswagen, der Rettungshubschrauber Christoph 3, die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft Rhein-Sieg, die Deutsche Rotkreuz-Wasserwacht, das Technische Hilfswerk Bad Honnef und mehrere Funkstreifenkraftwagen. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt, und euch auch weitere Videos von mir anschaut.